Leute und willkommen zurück bei Viking Battle for Asgard. Ja, wie ihr seht, also wie ihr erstmal nicht seht, muss ich hier mein Mikro noch ein bisschen einstellen, ich ein Stück zurücksetzen kann, ob das besser passt. Und dann, ja, steht uns hier eine Schlacht bevor. Hellfort. Freyers Zorn gegen die Legion. Ich würde sagen, fangen wir an. Drachen sind cool. Sammeln sie sich schon. Erstaunlicherweise kommen sie wieder aus der Stadt raus. Karte, neue Information. Ich habe leider keine Drachenrunen. Natürlich zwei Drachenrunen und heißt, wir müssen hier den Schamanen besiegen. Da ist ein Schamane. Und da sind die Bogenschützen. Ja, halt leider gar keine Rune. Aber trotzdem irgendwie zu den Schamanen. Zu beide Schamanen, ja. Ich bin auf dem Weg. Und da ist direkt ein Bossgegner. Sie sind dickerer. Mein Plan heißt. Abgesehen davon, dass das Ganze gerade unheimlich träge ist. Und die FPS-Zahl geht ziemlich runter. Das könnte man sehen, dass so eine Schlacht doch deutlich mehr zu berechnen ist. Erstmal schön ein bisschen den Eiseffekt setzen. Und dann hier durchdrängeln. Dann werden wir wahrscheinlich eh wieder ein paar Mal sterben. Aber mein Ziel ist es, hier dieses Ding hier kaputt zu bekommen. Netterweise hauen diese Kriegswellen-Effekte die Gegner zurück. Ah, jetzt gehe ich hier dran vorbei und schwupp, der erste Schamane ist weg. Warum zur Hölle steht er da noch? Weil er gerade stirbt. Okay. Wir werden jetzt eh gerade zurückgehauen, aber ja, er steht, er wird immer noch angezeigt. Das ist natürlich uncool, aber schnell nicht. Aber ich hätte jetzt gerne dafür eine Drachenrune nutzen wollen, oder raus der Drachenrune nutzen wollen, wenn wir den Typen tot haben. Leider wurde ich da wohl aber unterbrochen. Skaren, take down the enemy Shaman. Ja, ich bin auf dem Weg, Junge. Ich bin auf dem Weg. Da ist eine Lücke, durch die ich durchkommen kann. Einfach mal kartendreist hinstellen, bis zum Schaman. So, einen besiegt. Jetzt haben wir eine Drachenrune. Die kann ich einfach mal einsetzen. Um hier schon mal die Bogenschützen loszuwerden auf der Flanke. Boom. Yeah, baby. Au, lasst mich in Ruhe, ihr Säcke. Ich will doch da hoch zum nächsten Schaman. Ja, ein Drachenrune erhalten ist ein bisschen veraltet. Ich will doch zumindest schon mal wissen, wie es hier aussieht. Ob ich hier hin muss. Das ist ein ganz schönes Stückchen, das man hier freikämpfen muss. Und darum geht es nämlich nicht. Ja, das hatte ich befürchtet. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier in diesem... Schaden machen kann. Dann können wir immer hier... quasi vorantreiben, indem wir das machen. Der ist erstmal weg. Jetzt ist noch ein so ein Ding über. Der ist wieder zurück. Ärgerlich. Also nochmal da hoch. Ich werde es trotzdem, glaube ich, wieder direkt versuchen, weil alles andere macht keinen Sinn. Wir können uns zwar bis dahin hochkämpfen, aber wenn wir den Schamanen schnell kaputt haben, hilft uns das halt weiter. Und wir könnten da ja durchkommen, so ist das ja nicht. Take down the enemy Shaman. Ja, ich bin ja auf dem Weg zu denen. Ich bin ja auf dem Weg zu denen. Bisher komme ich jetzt auch ganz gut durch.
paar unserer Leute kämpfen hier auch schon. Das ist ganz gut, denn die beschäftigen wir entsprechend. Ich glaube, ich werde hier wieder über diese kleine Anhöhe, einfach wenn man dann besser nach da hinten kommt. Da sollen sie mir ruhig hinterher rennen. Zwei der Säulen gibt es noch. Nein, nicht dran vorbeihauen. Skari, nicht dran vorbeihauen. Die Säule hier. Oh. Ich muss sagen, das ist immer ein bisschen genervt von der FPS. Weil ich wohl bis zum nächsten Mal doch mal den Game Booster für das Spiel anschmeißen. Bisher brauchte ich den eigentlich nicht. Oder ich kann es auch eben mal machen. Kleine Pause. Ganz kleinen Moment. So. Der Game Booster ist an. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt ein bisschen merke dabei. Momentan sieht es besser aus. Es soll 42% mehr Leistung haben. Ob ich davon was sehe. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall haben sich unsere Leute hier schon weiter nach vorne gekämpft, was gut ist. Und ja, bisher läuft es auch wesentlich flüssiger, aber das ist schon mal eine gute Idee. Weil zeitweise war runter unter 20 FPS und das ist leider ziemlich scheiße. Damit kann man nicht gut spielen. So 25 bis, also sagen wir 20 bis 25 soll es schon sein, dass ich spielen kann. So 20 merkt man schon so ein bisschen, ist aber noch akzeptierbar. Und wie ich feststelle, bauen die diese Dinger mit der Zeit auch wieder auf. Das hatte ich gerade schon das Gefühl. So, Schamane besiegt. Und damit haben wir dann nämlich quasi den ersten Teil. In der Stadt sind noch mindestens zwei weitere. Wir hätten hier eine Drachenrune für Blockade am Haupttor. Oder Blockade an der beschädigten Mauer. Wir nehmen einfach mal das Haupttor. Da entstehen nämlich einen großen Masken. Kleinen Scheiß mit dem Schild. Jetzt tun sie das nicht mehr. Ich frage mich jetzt gerade, was mein Ziel eigentlich ist. Wir haben ja nur, wir kriegen ja nur die beiden angezeigt. Dafür die haben wir keine Rune mehr über. Vielleicht kriege ich ja gleich irgendwo eine Meldung, was ich machen soll. Aber das heißt, wieder töte beide Schamanen. Okay, Jungs, die nicht stehen bleiben. Quick! Through the gates! Ja, wir sind auf dem Weg. Aber die FPS gehen jetzt auch wieder weiter runter. Das heißt, durch die Zahl an Gegnern, die hier sind, oder die anderen NSCs, die hier sind, geht das natürlich in die Höhe. So, den haben wir. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir nicht irgendwie zu dem Schaman hinkommen können. Man merkt halt schon, also ich weiß nicht, ob das Video wird das dann wahrscheinlich ausgleichen, aber bei mir ist hier gerade deutlich Slow Motion. Jetzt hoffen wir mal, dass wir mit unseren Leuten hier ein bisschen was freikämpfen können. Auch wenn ich schon sehr guten Schaden habe. Aber ich will mal unseren Soldaten hier nach vorne verhelfen. Mir ein paar Wutpunkte, Kollege. Ja, gibt's. Sehr schön. Dann können wir uns einfach mal hinstellen und hier Eis zünden. Und damit hier ein bisschen aufräumen. Das sind eben so auf jeden Fall. Jetzt kommen hier nicht unsere Leute auch vorwärts. Scarin! Ja, only you can mix their shaman! Get to him and take him out! Ja, ja, ich bin ja auf dem Weg. Bam! Das haut ihn nämlich in einem Satz kaputt, wenn ich damit treffe. So. So. Scheiße, das viele Gegner. Das wird mich jetzt wahrscheinlich gleich wieder mal kopfen. Weil jetzt sind es so viele, dass ich nicht an das Ding rankomme. Ich
kann vielleicht versuchen, ein bisschen zu heißen. Das hat mich auch erwischt. Leider nicht. Da kommen gerade unsere Verbündeten. Was bist du denn für einer? Ach, das sind doch. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie ein Feind. Aber die Feinde haben doch wieder reichlich Bogenschützen. Den Schaman dazu bekommen, das wird nicht einfach, auch wenn wir uns sicher die Truppen hier mal weiter vorarbeiten. Aber bis die da sind, habe ich das echt schwer. Wobei, vielleicht kriegen wir nochmal so einen Ding hier platziert. Das wäre sehr cool. Ja, jetzt haben wir den angegriffen. Du sollst ja nicht den angreifen, du sollst die Säule angreifen. So. Wir nämlich hier ein leichteres Spiel, weil die gerade weg sind. Ja. So. Jetzt müsste hier ein Schamane sein und wenn wir damit jetzt durchkommen. Ein Treffer noch. Ja. Bam. Den ersten Schaman schon mal erwischt. Natürlich in der Scheißposition zwischen den ganzen Schildtypen. Ich versuche immer wieder rauszukommen. Mal sehen, ob ich nicht da unten irgendwo hinkomme. Da ist ja der zweite. Schwupp. Ja, komm, spring einfach mal. Vielleicht schaffst du es, ja? Oh, war vielleicht nicht so klug. Okay, gebe ich zu. Ich dachte, wir hätten da vielleicht noch ein bisschen mehr über. Und gib mir Lebenspunkte, Junge. Ich brauche sie. Ja, ja, ja. Den snacken wir uns auch noch und kriegen auch für den nochmal Lebenspunkte. Sehr gut. Dann wollen wir nochmal zusätzlich, dass ich hier nicht langsam wieder ein bisschen aufbauen kann. Auch wenn das hier immer mehr werden. Aber wir haben gerade ganz schön viel Rage. Die würde ich gerne nutzen, um mal hier ein bisschen zu arbeiten. Das hat sich leider wieder erwischt, was ein bisschen doof ist. Ich hätte jetzt gerne mal die Schlachtübersicht. Wir haben da Bogenschützen und da hinten haben wir noch einen Schaman. Ich werde jetzt mal einteilen und mich selber um den Bogenschützen kümmern. Wo rennen wir lang? Skarin, take down the enemy, Shaman! Ihr kämpft euch hier durch. Ja, ich bin auf dem Weg zum Schamanen-Genuss. Unsere Leute arbeiten sich hier schon gut durch. Da sind noch ein paar mehr Gegner. Oh, jetzt haben wir ganz schön viele Gegner. Wird mich dann wahrscheinlich gleich wieder in den Kopf kosten, dass es zu viele für mich sind. Auch von unseren Leuten keiner hinterherkommt. Dann sollte ich versuchen, ob ich hier weiterkomme. Vielleicht komme ich ja doch nochmal zum feindlichen Schaman. Oder zumindest hier zum Bogenbeschuss. Dann kann ich hier mal ein bisschen was raushauen. Lebenspunkte gedroppt, die muss ich natürlich haben. Jetzt sehen wir hier mal schön die starken Angriffe, um die Gegner zu kaputt zu machen, so gut es geht. Und den feindlichen Beschuss hier auszubauen, ne? Also abzubauen, so rum. Die Zeit sieht auch noch gut aus. Kriegt also noch mal ordentlich einen Schlag. Irgendwo hier war noch nichts hier, genau. Na komm schon, den Schneck snacken wir doch auch noch. Und her mit der Wut, die kann ich gebrauchen. Hm.
Lebenspunkte und da ist noch mehr Wut. Haha. Und wieder Lebenspunkte. Ah, da habe ich gar keinen getroffen. Schade. Den treffen wir noch. Den. Jetzt wollen wir mal sehen, wo wir unsere Hauptschlacht haben. Scarron! Take down the enemy! Ich will unseren Leuten den Eiseffekt mitgeben. Und uns dann hier mal wirklich durcharbeiten. Denn alleine, weil ich den Schaman hier nicht mehr bekommen kann. Also gilt es, wir müssen hier alle möglichst viel treffen und das kaputt machen. Und ich muss natürlich Lebenspunkte bekommen. Wir arbeiten uns hier gut durch. Schaden bekommen kann. Das verschießt. Aber wir machen welchen. Vielleicht kann ich das nochmal aktivieren, nur das geht leider nicht. Ich kann aber halten, aktivieren. Ich setze mal so ein. Die Geräuschkulisse ist ja immer der Hammer. Ich würde jetzt gerne zu dem Lebenspunkt da vorne noch durchkommen. Da sind noch welche. Man sieht schon, jetzt haben wir hier einen richtig großen Eisblock. Richtig was gerissen. Ich kann mal den ersten Heiltrank einsetzen. Versuchen hier die Dinger frei zu bekommen. Nein, das sollst du gar nicht. Du sollst schon den. War es das schon? Nein, das muss noch einmal sein, oder? Ja, das war schon sehr gut. Und bam, der letzte Schamane. Und wir haben sogar noch eine Drachenrune überbehalten. Das heißt, wir können vielleicht gleich noch was Cooles damit machen. Wir direkt einen Schamanen braten. Oh, uncool. Ich merke schon, das wird ein Duell werden. Warte mal, kann ich etwas machen? Ich habe zwei Drachenruhen, aber kann mir dagegen nicht helfen. Na, schade. Ah, falsche Taste. Und das Problem ist, ich kann hier halt draufhauen. Aber der wird halt nicht durch meine Schläge irgendwie beeinflusst. Ich kann nur hoffen, dass er mich dabei nicht trifft. Das ist alles. Irgendwo einen Fleck frei bekommen. Au. Da hat er mich dann mal getroffen. Da. B, 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 B. Jetzt muss ich die erste Taste finden. Ganz viel A. Ja, ich drück hier schon, ich drück hier schon. Puh, Schande. Jetzt stehe ich direkt vor denen, oder was? Da kommt der Drache. Der macht das jetzt quasi mal kostenlos für uns, nachdem ich den Boss besiegt habe. Sehr cool. Boom. So, wir haben jetzt noch eine Drachenrune. Haben da einen Schamanen. Da ein Schaman. Haben hier vorne noch irgendwas, was ich aber nicht sehe. Wo ich nicht anwenden kann, dann würde ich sagen, den da hinten. Mach ich einfach schon mal instant kaputt. Boom. Wenn ich jetzt, da gibt es dann nämlich noch Bogenschützen, die können uns auch noch drüber kümmern. Das habe ich hier gesammelt und einen Schaman steht da dran. Jetzt noch Drachenrunden? Nein, ja, das war, dachte ich mir. Und jetzt dürfen wir mit der Masse hier durch. Und irgendwo da hinten müsste der nächste Schamane sein. Vom Weg dann haben wir alles schon abgeräumt mit den Drachenrunden. Hat sich gelohnt, die zu sparen.
Und hier beginnt der Kampf, also reißen wir ihn an. Wir haben unsere Leute natürlich netterweise auch mit drin, die dabei sind. Dann können wir hier zumindest einen ordentlichen Kampf nochmal machen, damit wir das weghauen. Aber unsere Leute gerade eh nur durchrennen, was ich gar nicht verstehe, warum. Oh nein. Aber es ist mit den Eisruhen da vorne hin, das ist also nicht verkehrt. Jetzt dränge ich mich hier auch selber weiter durch. Scarin! Only you can reach their shaman! Get to him and take him out! Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Wow, das war eine Blutfontäne. Das scheint der Schamane zu sein. Und wir haben nicht das Leben, um uns da freiwillig runterzustürzen. Außer vielleicht hier vorne. Da könnte man unter Umständen etwas abkürzen. Ne? Sieht aber nicht so gut aus. Da nehmen wir lieber den richtigen Weg und hoffen, dass wir das überleben. Oder zumindest schon mal erkunden können, wie es aussieht. Sieht aber eher schlecht aus. Ja, jetzt dürfte ich mich gleich erwischt haben. Wir müssen zum Glück nicht wieder ganz hinten anfangen. Müssen uns da wieder bis dahin irgendwie durcharbeiten. Hätte vielleicht doch lieber den anderen töten sollen und den da oben per Hand machen. Naja. Man sieht hier teilweise schon, es leckt und backt alles ein bisschen. Weil natürlich, was erwartet man bei so einer großen Schlacht? Da kann man halt einfach nicht damit rechnen, dass alles immer einwandfrei klappt. Und da ist nochmal der Rage-Sprung, den ich gerne haben möchte. Dann müssen wir uns hier wohl oder übel erstmal ein bisschen weiter durchkämpfen. Noch ein bisschen leicht, weil wenn ich mich jetzt hier nicht durchkämpfe, werden wir den letzten Schaman wohl nicht so leicht bekommen können. Einfach weil wir dann dazu sehr alle angestellt sind. So Leute, jetzt haben wir eine größere Gruppe Feinde. Wir prügeln uns jetzt einfach mal durch, was haltet ihr davon? Dafür haben wir noch den Eiseffekt. Einfach mal so ein Gelände machen. Da kann man auch lang, deswegen sind wir mal ehrlich hier hin. Darum kommen wir dann auch zum Schamane, das ist ja gut, dann kann ich auch hier lang gehen. Vielleicht nicht hier mit euch durchzukämpfen. Aber ich stelle gerade fest, wir sitzen hier gerade schon recht lange dran. Ich muss jetzt einfach mal eine Pause für den Part machen und beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit der Schlacht. Schon krass, wie lang die geht. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.